Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundesminister Dirk Niebel, lieber Florian, ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier in unserer wunderschönen Altstadt in Herrenberg. Ich möchte heute mit einem Zitat von Marion Gräfin Dönhoff anfangen, in dem es heißt, der legitime Platz des Liberalen ist zwischen allen Stühlen. Es darf ihn nicht kümmern, wenn er von allen Seiten beschimpft wird. Wer stark genug ist, den Vorwurf der Linken zu ertragen und vor der Rechten nicht in die Knie zu gehen, der kann auch der Zukunft getrost entgegensehen, selbst wenn der Liberalismus immer wieder für tot gesagt wird. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir heute im Laufe des Abends zwei Ehrungen für 40-jährige Mitgliedschaft vornehmen werden. Frau Renate Semmler und Herr Ewald Wanner stehen seit 4 Jahrzehnten zu den Liberalen. Beide sind uns treu geblieben, auch wenn es in dieser Zeit die Liberalen immer wieder mal für tot erklärt wurden. Warum sind wir nach wie vor für unverzichtbar für die politische Landschaft? Und warum wir für ein starkes Deutschland sind und warum das nur mit einer starken FDP geht, wird uns nachher der Spitzenkandidat der FDP Baden-Württemberg, Bundesminister Dirk Niebel, erklären. Doch zunächst einmal erkläre ich hiermit offiziell den Wahlkampf in Herrenberg und im Gäu für eröffnet und übergebe dir, lieber Florian, das Wort. Dankeschön.